Guten Abend, herzlich willkommen zur Medienkonferenz nach dem Spiel zwischen dem FC Zürich und dem FC Sion. Bienvenue à la conférence de presse après le match entre le FC Zürich et le FC Sion. Wir begrüßen die beiden Trainer Samy Hüppe und Didier Tolo. Et nous passons maintenant la parole à Monsieur Didier Tolo pour votre analyse, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on était trop pauvre dans l'utilisation du ballon, pauvre dans les occasions, parce qu'on s'en est créé, on est aujourd'hui pas capable de la mettre au fond. Voilà, aujourd'hui, on était en dessous de tout pour ramener quelque chose de Zurich. Donc, voilà, moi, j'ai rien d'autre à dire. Vielen Dank. Samy Hüppe, wie fällt dein Fazit heute aus? Ja, leider habe ich nichts verstanden, was meine Kollegin gesagt hat. Aber Sion ist eine sehr, sehr gefährliche Mannschaft, wenn man ein bisschen Raum lässt. Und ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir ein paar Mal ein bisschen zu viel Raum gelassen. Und wir haben gesprochen dann in der Halbzeit, dass wir mehr kompakter verteidigen müssen. Und das haben wir auch in der zweiten Halbzeit gemacht. Und die zweite Halbzeit war viel besser, dass Sion hat. Eine Chance mit Carlitos, sehr gefährliche Chance, aber ich glaube, dass wir haben ein bisschen besser gemacht zweite Halbzeit und natürlich bin ich zufrieden mit der Einstellung von Spielen, dass die haben richtig gekämpft und wir haben viel gelaufen und 1-0 nehme ich jeden Spiel. Natürlich Endphase war immer ein bisschen nervös, aber wir müssen lernen, um in dieser Phase auch ruhig zu bleiben und Fußball spielen, dass wir nicht nur Ball wegschießen und dann kommt der Ball nach 10 Sekunden wieder zurück. Danke, Samy. Wir eröffnen die Fragerunde. Wem dürfen wir das Mikrofon bringen? Bitte nutzen Sie die Gelegenheit jetzt. Samy Hüppe steht im Anschluss nicht mehr für 1-zu-1-Interviews zur Verfügung und auf Wunsch des FC Sion bitte auch nur Fragen zum heutigen Spiel und nicht zu Liverpool am Donnerstag. Ja, Samuel Burgener von der Neuen Zürcher Zeitung. Moment schnell bitte. Herr Rübje, Berachim City war nicht auf dem Matchblatt. Hat das mit dem Fehler gegen die Grasshoppers zu tun? Nein, ich nehme gerade zum Spiel, dass ich denke, dass wir können dieses Spiel gewinnen und das ist, ich kann nur 18 Spiele mitnehmen zum Spiel und Berat war heute nicht dabei. Es gab ein paar andere Spiele, die nicht dabei waren, so er war nicht die einzige. Gibt es noch weitere Fragen? D'autres questions? Doch, Eva Tedesco, 20 Minuten. Herr Hüppe, wenn Sie ganz kurz analysieren müssen, diese Zeit, wo Sie jetzt in Zürich sind, bei der Mannschaft sind, wie fällt diese Analyse aus? Ja, ich glaube, dass die Ergebnisse waren nicht so, dass ich gedacht habe oder gewünscht habe. Aber ich glaube, dass alle Unentschieden, was die wir gespielt haben, wir könnten alle diese Spiele gewinnen und dann wäre Situation ein bisschen anders und wir müssen alle verstehen, dass die Situation ist nicht so gut und wir müssen alle daran arbeiten, dass wir aus von dieser Situation kommen und ich hoffe, dass heute war Anfang von etwas Besseres und wir haben ein sehr, sehr wichtiges Spiel nächsten Samstag in Kup. Und wir gehen in diesem Spiel auch ohne Angst, mit voll Selbstvertrauen und wir gewinnen und wir gehen zum nächsten Runde. Gut, danke für das Interesse. Wir wünschen allen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.